Das macht meinen Job als Moderator ziemlich einfach, denn auch bei Forza Horizon 2 kann ich fast genau die gleiche Anmoderation wie bei unserem Halo Game Watch machen. Es gibt jetzt Forza Stückwerk mit Tobi Feltin, hallo, der sein halbes Leben in Forza verbracht hat. Nein, Quatsch, aber du hast Forza Horizon 1 zumindest sehr lange gespielt. Ich habe es sehr gerne gespielt und sehr lange gespielt, ja, und deswegen freue ich mich natürlich auch auf den zweiten Teil. Wir gucken uns jetzt zum einen den E3-Trailer in Zeitlupe mit Analyse an und danach haben wir noch feinste Spielszenen, die wir uns auch zu Gemüte führen werden. Und Gas. So, hier kannst du direkt schon mal Stopp machen. Da siehst du nämlich, oder da sehen wir halt direkt den neuen Schauplatz von Forza Horizon 2. Der erste Teil hat ja noch so in Arizona gespielt. Mhm. Und jetzt ist es eben Südeuropa. Also, sie haben sich da noch nicht genau festgelegt. Es ist irgendwie Frankreich und ein bisschen Italien. Es wird natürlich nicht genau nachgebildet sein, was man da in der Spielwelt dann bereisen kann. Mhm. Aber eben so diese landschaftlichen Merkmale. Das Gefühl, genau, einfach da rumzufahren. Und man merkt auch sofort, dass es ein Next-Gen-Spiel ist, weil die Straße ist natürlich nass, weil ja, Next-Gen prädestiniert dafür ist, nassen Asphalt darzustellen. Und auf diesen Lamborghini Huracan sind sie besonders stolz. Das ist ja auch das Coverauto und erst seit diesem Jahr hat Lamborghini den ja erst auf den Markt gebracht und da hat sich Playground Games natürlich direkt gedacht, ha! Das würde sich besser eignen, als gerade in Norditalien rumzuflitzen. Mhm. In einem, den gibt es aber schon zu kaufen, den, oder wird der jetzt im Spiel vorgestellt? Den gibt es schon zu kaufen, ja. So, und hier kannst du direkt auch mal stoppen. Da war ich tatsächlich ein bisschen verwundert, als ich das gesehen habe. Erst diese schicke Sequenz mit dem Lambo an der Küstenstraße. Und jetzt dann die Hintergrundgrafik vom Flight Simulator 98. Ja, da dachte ich, was ist denn da los? Haben sie was verpasst irgendwie oder vertauscht? Gerade so das Wasser bei den Booten, es sieht... Moment, jetzt bin ich eins zu weit gesprungen, Entschuldigung, aber... Das macht ja nichts. So. Gucken wir es uns eben nochmal an, auch wenn es nicht so schön ist. Da, so bei den Booten sieht es irgendwie so aus, als wäre das, weiß nicht, so eine Tapete oder so. Also gerade Wellen hat man jetzt in einigen Spielen ja schon deutlich hübscher gesehen. Ja. Also so richtig umgehauen hat mich das optisch nicht. Aber keine Sorge, gleich kommt wieder nasser Asphalt. Es wird besser. Nasser Asphalt! Yes! Und die schicken Fahrzeugmodelle, da arbeitet Playground, die das Spiel ja entwickeln, eng mit Turn 10 zusammen, die ja für Forza 5 verantwortlich sind. Und hier sieht man direkt, kannst du auch direkt mal stoppen, ein großes neues Feature, ja, dynamisches Wetter. Cool. Also die Karosserien werden auch nass und die Regentropfen, so habe ich es jedenfalls gelesen, sollen tatsächlich so auch von der Karosserie abprallen. Ich werde das exakt nachprüfen, ja, wenn dem nicht so ist, gibt's klingt Strafe. Sehr interessant, keine Ahnung, wie man das erkennt, aber wir werden es im fertigen Spiel dann hoffentlich sehen. Den McLaren P1, den hat man auch aus Forza 5, oder kennt man schon auch aus Forza 5, der wird auch jetzt am Start sein. Also insgesamt habe ich so den Eindruck, dass sie den Fokus auch sehr auf die Supersportwagen legen jetzt in dem Teil. Und sie haben ja auch gesagt, dass sie gerade durch das südeuropäische Setting so ein bisschen dieses Gefühl wie bei Top Gear, dieser Autoserie, ja, vermitteln wollen. Also dass man, wenn man sich das anschaut, sich denkt, geil, da möchte ich jetzt auch gerade Auto fahren. Und da kannst du direkt auch nochmal zurückspulen. Coole driftende Autos in Zeitlupe kennt man ja zu Genüge aus den Trailern. Aber hier, da war ich auch ein bisschen verwundert. Die Autos, wie jetzt hier der Pagani Huayra, macht halt einfach mal während der Fahrt seine Türen auf. Wenn ich so reich wäre und den ganzen Tag in Italien rumfahren könnte, würdest du das würde ich auch aus Scheiß immer die Türen aufmachen, dass die Leute sich denken, der reiche Obermeier, Neid. Ich weiß nicht, ob das dann auch im Spiel geht. Also, dass man die Türen wirklich während der Fahrt aufmachen kann. Ja, möglich. Aber es wäre extrem ungewöhnlich und meiner Meinung nach auch ein bisschen übertrieben. Aber schauen wir mal. Da wieder, auch kein Fahrer drin, auch sehr interessant übrigens. Das ist Kit. Jetzt wissen wir es. Ja, und da haben wir es nochmal, das dramatische Wetter soll sich auch aufs Fahrverhalten wirklich auswirken. Mhm. Ob es jetzt bei Regen bleibt oder ob es auch Schnee gibt zum Beispiel, was ich schon überlegt habe, was auch sehr cool wäre. Ich vermute aber eher, dass es bei Regen und Gewitter eventuell bleibt. Dass man nicht so nah an die Alpen rankommt, dass das kalt wird. Es ist halt das totale nasse Asphaltogeddon. Ja. Seamless Multiplayer haben wir gerade gesehen. Sorry, wenn ich dich da unterbrochen habe. Es soll jetzt so in Forza Horizon 2 funktionieren, dass du jederzeit auf Knopfdruck in den Multiplayer-Modus wechseln kannst. Mhm. Im ersten Teil war es so, dass du erst zum Hauptmenü zurück musstest und dann in den Multiplayer-Modus wechseln. Mhm. Jetzt soll es wirklich so sein, dass du in der Spielwelt dann quasi auf den Knopf drückst und dann an der gleichen Stelle losfährst in der ganzen Umgebung und andere Leute treffen kannst. Mhm. Also du wie sie auch haben, das gleiche Auto, es ist genau, einfach Knopfdruck, okay.
Dann kommt noch ein anderes Schlagwort, nämlich Open World Driver Tasks. Was ist das? Ja, die Driver Tasks sind ja mit Forza 5 eingeführt worden. Das sind ja clevere KI-Gegner, wenn ich das mal so nennen darf. Ich muss an dieser Stelle kurz das eine einwerfen, was ich immer über Driver Tasks höre, nämlich der Kollege Daniel Veit, der ja das nicht Forza Horizon, sondern das normale Forza-Spiel, was die hier zuerst gab. Und er flucht immer sehr lautstark über den Kollegen Henry Ernst, dessen Driver-Tar angeblich so ein Arschloch ist. Wie eine gesenkte Sau fährt er. Zitat Ende. Und jetzt wird die gesenkte Sau Henry dann auch Forza Horizon 2 unsicher machen? Ja, weil die Driver-Tars werden von Forza 5 mehr oder weniger übernommen. Driver-Tars sind grundsätzlich einfach von deinem eigenen Spielverhalten abgeleitete KIs, die dann gegen andere Spieler auf der ganzen Welt fahren. Das heißt, es muss jetzt gar niemand Forza Horizon 2 spielen, damit sein KI-Geist andere Leute belästigen nerven kann. Ja, das ist richtig. Und das wird eben auch in Forza Horizon 2 funktionieren, eben mit dem Zusatz Open World, weil man jetzt abseits der Straßen viel mehr einfach sehen kann und auch über etliche Landschaftsformen einfach drüber brettern kann. Mhm. Und das schaut sich das Spiel anscheinend auch an. Hier sieht man das auch gleich schön. Nee, da kannst du noch mal zurück. Sekunde. Und das sehen wir aber gleich noch mit dem Open World, dass sich das Spiel auch merkt, wo du wirklich lang fährst. Ob du stumpf auf der Straße bleibst oder ob du ein Typ bist, der gerne mal irgendwie ein paar Zäune umbrettert oder über irgendeine Wiese flitzt. Ja. Das merkt sich der Driver da und legt dann dementsprechend auch seine Datei an, dass möglicherweise Henry dann bei Forza Horizon 2 plötzlich irgendwie über deinen Kopf springt oder was auch immer. Da muss man mal abwarten. So, Car Clubs sind dann sowas wie Clans einfach nur. Genau, also dass du dich mit anderen Spielern zusammenschließen kannst in diesen Player-Car-Clubs, dann kannst du wahrscheinlich auch dein eigenes Logo oder dein eigenes Graffiti für dein Auto da irgendwie kreieren. Weiß man eben noch nichts Genaues, aber dass du eben zu mehreren Leuten losfahren kannst und da die Gegend unsicher machen kannst. Gab es das in Horizon 1 auch schon, diese Clubs? Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht. Okay. Aber Car Clubs gab es eigentlich bei Forza, zumindest bei den großen Forzas in Anführungszeichen schon immer. 200 Autos haben wir schon mit größerem Fokus auf die Supersportler. Moment, da war gerade eben, Entschuldigung, das ist schon wieder so weitergesprungen. Es geht also wieder um Festivals, hat man auch kurz gesehen, so ein Musikfestival. Musik wird auch wieder eine große Rolle im Spiel spielen. Zusammengestellt übrigens vom englischen DJ Rob The Bang. Fand ich eine sehr nette Info. Ich finde aber, dass die Musik tatsächlich in Forza Horizon mit zu den besten überhaupt in der ganzen Spielelandschaft, um es jetzt mal wirklich ein bisschen auf die Spitze zu treiben, zählt. Weil ihr müsst euch das jetzt übrigens vorstellen mit der Musik. Wir sind nicht so reich, dass wir euch hier GEMA-geschützte Musik hinballern können. Ja, Open World Freedom hatten wir eben schon angesprochen, dass man halt über Stock und Stein fahren kann. Gab es im ersten auch schon vereinzelt. Aber im zweiten Teil wird es wirklich deutlich mehr davon geben, also dass du wirklich überall mehr oder weniger über oder an den Straßen einfach zur Seite fahren kannst und dann eine Abkürzung über ein Feld nehmen, das sehen wir gleich noch. Oder was weiß ich, alles Mögliche erkunden. Es gibt ja dann auch viele versteckte Gegenstände oder Scheunen wie im ersten Teil. Das ist auf jeden Fall ein großes neues Feature von Forza Horizon 2. Und Pre-Order-Boni gibt es natürlich auch, wie man hier sieht. Stellen Sie bitte vor, sonst nagen die armen Entwickler am Hungertuch. Ja, dann das war es soweit mit dem Trailer. Wir haben aber noch richtig Gameplay. Das heißt, da gehen wir jetzt mal in die Materie und gucken uns das mal an. Springen wir direkt rein ins Spiel. Das ist wieder der Lamborghini aus dem Trailer. Jetzt allerdings in Spielegrafik. Und da kannst du direkt mal stoppen. Sieht man oben in der Mitte. So ein Punktesystem, das wurde jetzt für Forza Horizon 2 überarbeitet. Es gab sowas in der Art auch schon in Forza Horizon 1, aber diesmal soll das wohl ein bisschen komplexer sein. Mhm. Und da wirst du eben mit Punkten dafür belohnt, wenn du irgendwie waghalsig fährst oder lustige und waghalsige Manöver bringst, wie jetzt Great Near Miss, also ganz knapp an einem anderen Auto vorbeigefahren bist. Und das summiert sich dann quasi punktemäßig und ich weiß nicht, ob das da irgendwo dann auf dem Konto wandert. Zumindest sieht man jetzt in diesem Gameplay-Schnipsel, dass es so ein System gibt. Erinnert so ein bisschen an die Kudos aus PGR. Es sind ja auch einige Ex-PGR-Entwickler da auch im Team von Playground. Das ist übrigens so cool, wir sagen nicht Project Gotham Racing. Das würde zu lange dauern. Jetzt ist da unten Anna gar nicht da. Was ist denn Anna? Anna unavailable. Das ist eine gute Frage. Ist das Navi vielleicht? Würde ich sagen. Das ist eventuell Anna, die Navi-Stimme. Gab es ja im ersten Teil auch, also so ein Navi,
die dir auf Wunsch gesagt hat, ja, nächste Kreuzung bitte links abbiegen, wird es dementsprechend auch wohl in Teil 2 geben. Mhm, aber nicht während dem Rennen. Überholen bitte. Überholen. Stimmt, bitte. Das kann sein, dass Überholen, es jetzt bitte. Ein Rennen ist. Ist es dann, ist es das Position 15 bei diesem, ist der Dockers, Deckers? Nee, ich nehme an, das ist auch so ein Ranking-System, vielleicht im Multiplayer-Modus, weil man sieht später noch Spieler, die komplett unterschiedliche Ränge haben. Da siehst du zum Beispiel, einer hat irgendwie 43 und, oder 45 und dann gibt es 6, also ganz wild durcheinander gemischt. Der Richie. Ich könnte mir vorstellen. Super Richie kommt zu dich gefliegt. Mit seinem SLS. Level 89, was für ein Nerd. No life. Okay, also was bringen denn diese Charakterlevels und Zugang zu anderen Events? Ich denke mal. Okay. Also das könnte ich mir vorstellen, dass da so ein Levelsystem einfach im Multiplayer-Modus integriert wird. So, jetzt sind wir hier in einer anderen Szene und da kannst du direkt auch mal, ja, vielleicht noch ein bisschen, weil es dann cooler aussieht, wenn es kaputt geht. Ah. Da sieht man eben dieses jetzt, in diesem Fall ist es nur eine kleine Abkürzung, aber gerade so ein paar Zäune kaputt machen. Auch das gab es schon in Forza 1. Das wird dieses Mal eben deutlich mehr ausgebaut. Also es geht nur wirklich darum, bei diesen Checkpoints geradeaus durchzufahren. Ja. Also wo hier dieses Leuchtfeuer seitlich ist. Und sonst kann ich durchfahren. Pampa schroten. Das haben sie auch schon gesagt, dass sie das als neuen Rennmodus einführen. Wirklich so ein Open-World-Racing mehr oder weniger, wo du dir aussuchen kannst, wo du langfährst. So. Jetzt sehen wir hier ständig nur diese Motorhaubenperspektive. Ja. Gibt es denn eigentlich eine richtige Cockpit-Perspektive? Gibt es auch. Aber ich glaube, dass die gerade bei so einem extrem Tiefflug über so ein Feld nicht sonderlich hilfreich ist. Kannst du ja nochmal zurückgehen. Auch davor sieht man wieder schön, wie du es eben gesagt hast, Next-Gen, Straße nass. Das ist vielleicht auch diese nicht ganz so hübsche, jedenfalls von außen Küstenstadt. Ja. Und da hinten ist eben das Ziel, diese Progress-Rennen, also wo es im Grunde auch darum geht, den schnellsten Weg zu finden, gab es auch schon im ersten Teil. Auch das wird wiederum übernommen. Also ist wirklich ein ganz klassischer zweiter Teil, nur eben mit einem anderen Setting. Ja, und das ist natürlich dann sehr witzig, wenn du quer über die Pampa heizt oder hier durch ein Weinfeld oder was auch immer das ist, so ein Weizenfeld. Da siehst du dann eben nichts. Und das wird natürlich dann auch lustig, wenn es im Multiplayer-Modus beispielsweise Rennen gibt, wo du wirklich als Host vorgeben kannst, bitte nur Cockpit-Perspektive oder nur Motorhaubenperspektive verwenden, das wird dann, glaube ich, ein großer Spaß. Gibt es denn auch, also gab es im ersten schon Tag-Nacht-Wechsel? Ja, okay. Die gab es schon. Das wurde hier anscheinend noch ein bisschen auf die Spitze getrieben, gerade weil du hier kaum Beleuchtung hast auf dieser Küstenstraße. Also du musst dich wirklich erst auf deine Scheinwerfer verlassen. Mhm. Das könnte ganz interessant sein, so wie ich mich, wenn ich mich recht entsinne, war es in Forza Horizon 1 so, dass da viel Beleuchtung an den Straßen war, aber hier ist man da doch relativ auf seine Scheinwerfer jetzt beschränkt. Und das Mondlicht. Ja, das natürlich. Übrigens noch eine Geschichte, die auch in Forza Horizon 2 Einzug finden wird, sind die Impulstrigger. Das haben sie ja damals so groß gefeatured. Also ach, dass vibriert die genau, Dinger. Okay. Das wird auch in Forza Horizon 2 übernommen. Und ich denke, gerade jetzt hier bei so einem Ritt über Stock und Stein wird man da sicher dann auch die Finger gut durchgeschüttelt bekommen. Das ist ja, was ich ziemlich cool finde bei Watch Dogs, so dass du wirklich die Kupplung im Auto immer spürst. Ja. Das ist duk-duk. Ach, das hat's auch? Das hat's auch, okay. So, da kannst du jetzt auch nochmal zurückgehen hier. Da, zack, hat man irgendwie einen Special Move oder was auch immer. Kangaroo sieht man da oben, das gibt 1000 Punkte. Eventuell gibt's Modi, in denen es einfach darum geht, möglichst viele Punkte abzuräumen. Aber auch das ist jetzt reine Spekulation von mir. Dann sind wir hier wieder in der Motorhaubenperspektive. Das müsste uns einen Near-Miss-Bonus geben. Eigentlich schon. Und ja, da gibt es auch. Schon. Und noch einer. Also Zivilverkehr gibt es auch wieder auf den Straßen. Und ja, diese Küstenstraße. Oh, das ist ja auch cool mit diesem Frontspoiler-Dings. Ja. Wie nennt man das? Nennt man das Frontspoiler? Ja, also so Frontklappen hätte ich jetzt gesagt. Den genauen Ausdruck kenne ich dafür auch nicht. Und hier hat man dann wieder ein Rennen durch auch so eine Küstenstadt. Also gerade diese Küstenabschnitte haben es den Entwicklern wohl extrem angetan, dass sie so viel in dem Trailer jetzt zeigen. Ich hätte gerne so ein bisschen Hochlage gesehen, also so Gebirge, weil anscheinend gibt es ja auch so Alpen-Vorszenario. Und da sind wir eigentlich auch schon am Ende. Das war es eigentlich, Das war es eigentlich auch schon. Wie sieht es mit deiner Vorfreude aus, wenn du den ersten Teil so gesuchtet hast? Ich freue mich extrem drauf, muss ich sagen. Ich
kann mich noch nicht so ganz mit diesem Südeuropa-Setting anfreuen. Ich finde es zwar super interessant, aber gerade in Arizona war alles so schön kompakt. Mhm. Irgendwie auf, oder was heißt kompakt, es war natürlich auch eine große Spielwelt. Du hattest da Berge, du hattest da irgendwie Steppe, du hattest da Küsten, ja, Küstenstraßen nicht, aber Wasser auch um Seen rumgefahren. Und hier konzentriert sich das für mich so ein bisschen zu viele Küstenregionen. Also man hat noch kaum was von der Spielwelt gesehen, weil in Arizona war es ja so, dass du oft an Plätzen warst, wo du wirklich weit irgendwie ins Land reingucken konntest, wo du dir dachte, geil, und da kann ich überall hinfahren. Das fehlt mir jetzt so ein bisschen in diesem Trailer und auch in dem Gameplay-Video noch. Klar, also das ist jetzt was, was man einfach noch nicht gesehen hat. Vorfreude ist trotzdem mega groß. Im September soll es schon erscheinen. 30. September soll es erscheinen, sowohl für Xbox One als auch für die Xbox 360. Das ist jetzt alles von der One gewesen. Das ist die One und die ist auch auf einer völlig neuen Engine entstanden. Die Xbox 360-Version wird ja von Sumo Digital, also nicht von Playground Games, entwickelt. Mhm. Und die Version basiert noch auf der Engine von Forza Horizon 1. Mhm. Also das sind doch dann zwei relativ unterschiedliche Spiele. Vom Spielinhalt selbst werden die sich natürlich nicht unterscheiden. Ich bin, wie gesagt, extrem gespannt auf die Spielwelt. Mir ist das noch ein bisschen zu viel Küstenstraße und ein bisschen zu wenig Alpen. Da könnte ruhig noch ein bisschen mehr gezeigt werden. Aber ansonsten bietet sich Südeuropa natürlich auch an. Und da muss man ja fast dankbar sein, dass irgendein Entwickler mal wirklich was in Europa zeigt, anstatt immer nur vor der eigenen Haustüre zu kehren quasi. Ja. Das heißt, wenn du bis in der Zwischenzeit nicht den Lotto-Jackpot knackst und dir diese ganzen Kisten in echt kaufen kannst, wirst auch du dann da rumholzen. Ja. Vielleicht. Ja, zumal ja auch der Koop-Modus oder die Koop-Rennen ein bisschen weiter ausgebaut werden sollen. Die habe ich halt extrem gerne gespielt in Forza Horizon 1. Von daher freue ich mich sowohl auf Singleplayer als auch Koop als auch Multiplayer. Trotzdem eine Warnung, achten Sie auf den Driver da von Henry Ernst. Er kann jederzeit von überall kommen. In diesem Sinne, fahrt vorsichtig und bis bald. Ciao. Tschüss.